Hallo meine Freunde, zusammen hier mit Let's Play Metroid. Also beim letzten Mal hatten wir eine die beste Katze, die im Spiel, möchte ich sagen, meiner Meinung nach. Okay, ich wollte gerade sagen, wie lange hält Samus das durch? So, durch den Gravity Suit können wir hier lang. Und wir haben nochmal ein weiteres Mal Nightmare besiegt. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig war. Ich glaube fast nein. Aber jetzt kommen wir da hoch. Da hoch. Hopp, 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 hopp. Und können uns hier oben das Item stellen. Sehr schön. Und wieder runter. So. Na komm, hier gibt es nichts mehr. Zur letzten Cutscene noch, was ich vergessen habe zu sagen. Ich finde das übrigens sehr geil. In Szene gesetzt. Also, oh, das ist ein Regenerationstank, gar kein Tankpartei, wie ich letztes Mal gesagt habe. Okay. Dass ich die Figur des Adam Malkovich verdammt geil finde. Also, die wird ja nicht nur hier, sondern auch in Metroid Fusion sehr, sehr stark aufgebaut. Und ich finde es einfach fantastisch. Ich hätte gerne noch ein Spiel, ehrlich gesagt, wo es um die Zeit von Samus bei der Föderation geht. Das finde ich ehrlich gesagt sehr geil, auch wenn es manche vielleicht nicht so interessant finden würden. Ich würde es interessant finden. Aber nun ja, wir wollen... Das war falsch, jetzt muss ich den umständlichen Weg nehmen. Na komm. Willst du wohl, Samus? Danke. Oh, hier ist sogar noch ein, oh, hier ist noch ein Item. Ups. Ja, da links. Da ist noch ein Itemschacht. Okay, den hätte ich glatt übersehen. Gut, dass ich die Gegner gekillt habe. Hust, hust. Ich wollte ja nicht irgendwie mit dem Speedbooster durchheizen. Hust. Aber so muss ich mir wenigstens nicht nochmal hin, glaube ich. Ich glaube, ich habe da alles. Hoffe ich. Egal, wir werden es hinterher sehen. Es gibt ja noch... Wer das Spiel nicht kennt, es gibt später noch einmal einen... Bonusmodus, was weiß ich, wo man nochmal durch das gesamte Schiff laufen kann. Und da werden wir dann auch die 100% vervollständigen. Weil das ist jetzt, glaube ich, noch nicht mal möglich. Weil man an ein paar Items sowieso erst rankommt, wenn man ein weiteres Mal durch das Schiff läuft. Dann sind wir hier. Und wir müssen, ja, da lang. Na komm. Machen wir dich kaputt, komm. Müssen wir zwar nicht. Willst du wohl? Dankeschön. So. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr, die Folge ist 3 Minuten dran. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist sehr gut. Ja, wir müssen jetzt... Ja, quasi... Quasi, ja, verstehen Sie? Müssen wir... Ich probiere das jetzt nochmal, was ich in der vorletzten Folge, glaube ich, probiert habe. Nämlich hier oben. Aha, ich wusste es. Ich habe es gewusst. Und hier gibt es... Raketen. Ich habe es gewusst. Ich wusste, hier ist noch ein Item. So. Jetzt haben wir hier aber alles. Wunderbar. Wunderhübsch. Und weiter geht's. Oh, du, du. So, hier brauchen wir ja unten zum Glück nicht lang. Und das wäre jetzt eigentlich auch nicht so schlimm, weil wir jetzt den Gravity Suit haben und... Aber ich... Nee, doch, wir sind voll ausgerüstet. Es gibt nichts mehr an Items, was wir noch kriegen könnten. Ich wüsste jetzt auf jeden Fall nichts. So, hier ruhig. Darum müssen wir uns nicht nochmal geben. So. Und... Ja, okay, ab hier dürfte es ziemlich gemütlich werden. Weil laufen und laufen und laufen. Ja, okay, ist die Strecke, wo man Speedboost kriegt, das ist klar, dass die verdammt lang ist. Das ist in jedem Metroid, glaube ich, so, dass wenn man den Speedbooster gekriegt hat, erstmal eine Strecke kommt, die verdammt lang ist, wo man den dann erstmal schön austesten darf. Oder? Ist das so? Mal überlegen, Moment, in Super Metroid... Super Metroid bin ich mir gar nicht so sicher.
Ich meine, in Super Metroid spiele ich so durch, dass ich den Speedbooster fast gar nicht brauche. Ja, oh, hi du. Nee, bestimmt. Ah, wir haben noch gar nicht unsere ganze Ausrüstung. Es fehlen ja noch die Powerbomben. Ach, ich bin ein Horst. Wir haben gar keine Powerbomben. Wir wollen jetzt hier hoch den Überlebenden finden, von dem uns Adam berichtet hat. Weil den haben wir noch nicht gefunden. Aber da wollen wir jetzt hin. Ja, der Main-Sektor. Und ich mach mal kurz Licht an. Was so schön das Wetter auch draußen ist. Jetzt fängt es doch an, dunkel zu werden. Und es sind jetzt... Ach so, jetzt ist es hier sowieso schon frei begehbar geworden, ne? Jo. Ist es. Aber nicht so schlimm. Wir holen sowieso alles im... Also den letzten Rest, den wir brauchen, im separaten Modus. Also im Bonus-Modus. Ach, da muss man sowieso noch was machen, damit man die 100% macht hat. Also von daher, das müssen wir eh machen, dann können wir da auch die letzten Items sammeln. So. Wo müssen wir denn hin? Dort oben. Zum Biowaffenlaboratorium. Okay, auf geht's. Wir können vielleicht nochmal kurz hier speichern, weil speichern ist immer gut. Auch wenn man hier, glaube ich, ne, wenn du Game Over gehst, startet man, glaube ich, in dem Raum, in dem man gestorben ist, mit der gleichen Energie noch einmal. So irgendwie war das ja hier. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir hier heute schon mal, also ich war hier heute schon mal, für euch ist das jetzt schon wieder ein paar Tage her, für die, die das Projekt verfolgen. Auch wenn es aktuell nicht sehr viele sind, das ist mir aber egal, weil solange es ein paar gucken, bin ich zufrieden. Und jetzt kommen hier, glaube ich... Kommt hier was? Nee, kommt gar nicht. Ich hätte gedacht, jetzt kommen hier Dingens. Wie heißen sie? Chameleons. Hopp. 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 Und tschüss. Gut, wir müssen jetzt... Am besten geradeaus einfach. Und geradeaus einfach ist hier lang. So. Do. Da wird laut gesprochen vor meiner Türe, was ich sehr begeisternd finde. Und ich glaube, ich werde deshalb jetzt eine kleine Unterbrechung machen. Bis gleich. So, ich glaube, ich kann weitermachen. Es ist wieder Ruhe draußen. So hoffe ich zumindest, dass es so erstmal bleibt. So, wir gehen hier hoch. Und hier hoch, ich habe immer noch eine leere Remote, was mir relativ ralle ist. Hallo du da. Was sind das überhaupt? Viecher? Irgendwelche komischen Mutanten, Pflanzen, Viecher, Haier. Ihr haltet mir eigentlich durch zu viel aus. Und hier bringt das Spiel ein bisschen zum Laggen. Naja. So. Ich hoffe, ich vergesse nicht rauszuschneiden. Das war jetzt irgendwie eine Minute, anderthalb oder so, wo ich hier quasi nichts gemacht habe, nur auf dem Kartenbildschirm war. So. Dann wollen wir doch mal hier durch. Hier gibt es noch Überlebende. Und die wollen wir doch holen, ne? Vielleicht wissen sie etwas. Und Madeline Bergman weiß auch etwas. Ich glaube, Ridley hat so ein kleines Problemchen aktuell.
Diese Szene finde ich immer noch sehr interessant, weil es zeigt quasi, was noch um uns zukommt. Hallo ihr. Okay, die können wir jetzt also auch zerstören. Ich baller mal ein bisschen fröhlich vor mich hin. Und wir kommen in diesen Bereich. Wen haben wir da? Ui, der Gang ist offen, aber da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen erstmal hier oben lang. Weil da unten ist, meine ich, halt, Dingens. Geht's weiter. Und hier haben wir erstmal noch einen, Mr. Container, der von seltsamerweise Zibianern bewacht wird. Warum auch immer. Na komm. Aber die haben dem Plasma-Beam nicht wirklich was entgegenzusetzen. Na kommt her. Ist übrigens schön, wenn ihr so beieinander steht, dann kann ich euch richtig schön fertig machen. Komm her. Du auch. Na kommt. Ich sehe übrigens sehr wenig und bin mich gerade ziemlich am Konzentrieren, damit ich hier nicht allzu viel Schaden bekomme, weil ich brauche die Energie noch. Weil ich nicht weiß, ob ich noch im Speicherpunkt komme. Au. Na komm. Warum hast du eigentlich so einen Plasma-Beam oder was das ist? Gecleared. Ist noch nichts weiter. So. Jetzt können wir hier unten lang. Wir sind kurz davor, den Hauptteil des Spiels zu wenden. Glaubt man das denn? Ein Aufzug. Yay. Genau 50 Missiles. Das heißt, 10 Super Missiles können wir abfeuern. Na, hoffentlich reicht das. Eieieiei. Sieht doch ganz schick aus. Hier oben können wir nicht durch. Wir haben hier ein Gepiepe. What could have happened? Was ist passiert mit Ridley? Es sieht aus, als wenn er ausgesaugt worden wäre. Mysterious, mysterious. Aber wir wollen weiter. Wir wollen die überlebende Person finden. Dafür müssen wir diese Tür erstmal mit Energie versorgen. Yay. Spaghettios. Nicht gut. Es ist wie in Super Metroid und Metroid und dem Original Metroid. Es zeigt immer an, wenn man dem Ende entgegenkam. Wir sind da. Der Endgegner kommt. Mag das auch hier der Fall sein? Ich weiß es nicht. Aber wir werden speichern und unsere Energie refillen. Und wir werden hier nicht Schluss machen, wir werden weiterspielen. Ich habe jetzt schon zwei kurze vorne, jetzt kann ich auch mal eine längere raushauen.
Weil ich weiß, was jetzt kommen wird. Ich hätte gar nicht erwartet, dass es so schnell kommt. Und ich werde das hier abkürzen. Ich weiß, glaube ich, noch. Ja, in dieser Zelle. Werde ich jetzt was starten. Müssen in einer dieser Zellen. Sind dieser oder in dieser? In einer von den beiden. In dieser. Sehen wir schon, da ist jemand. Der Überlebende. Ich mag diese Stelle nicht. Ich will nicht, aber ich muss. Metroid eggs. It can't be. Und hier haben wir den schwersten Boss im Spiel, meiner Meinung nach. Die Metroid-Königin. Warum Metroids? Warum zum Geier? Metroids. Und wenn sie nicht eingefroren sind, halten sie sogar super Missiles aus. Und nicht, wenn sie nicht eingefroren sind. Erst ist es nur einer. Dann sind es zwei. Und später sind es noch ganz viele mehr. Nix da. Geht weg. Geht mir bloß weg. Nein. Ich will meine Energie behalten. Danke. Einer weniger. Ah, das war noch ein Treffer. Und die Metroidkin hat die Angewohnheit, ihre Babys zu beschützen und sie wieder aufzutauen. Könntest du das bitte lassen? Der Bosskampf ist schwer genug. Aber auch ohne, dass du sie wieder auftauchst. Oh wow. Ich habe alle drei erwischt? What the fuck? Der eine war hinter mir. Aber das ist, glaube ich, die schwerste Phase zu Ende. Die Queen greift ein. Was mir nicht gefallen mag. Sie kann Feuer spucken. Sie ist stark. Und sie hat Unmaß an HP. Und macht diesen Scheiß. Friss. Das. Na komm her. Au. Ja, grill die Wand, kein Ding. Komm, guck dich zu mir. Dankeschön. Das hat reingehauen. Yay. Und. Okay, mach das in die Richtung, kein Ding. Na komm her. Dankeschön. Oh je. Wo soll ich den jetzt noch verwunden? An dem einen Kristall, den er da. Oh Gott. Ich habe meine Energie nicht gesehen. Dankeschön. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich das so einsetzen musste. Dürfte ich da bitte treffen?
Dankeschön. Eieieiei. Der Bosskampf ist eklig. Und nicht vorbei. Warum denn auch? Ist ja auch schließlich der Endboss der Story. Hey, hey. Oh je. Es hat jemand die Notbremse gezogen. Ah ne, halt. Ich muss Ziel nach rechts. Der Bau. Fuck it. Grapple Beam? Okay. Friss mich. Friss eine Bauerbombe. Nach diesem Kampf brauche ich eine kurze Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Metroid Other M. Wenn wir uns dem Storyfinale widmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.